unsere CM Pia Kästner heute hier bei uns. Pia, das dritte Spiel in einer Woche, der dritte Sieg. Wie schafft man es, innerhalb so kurzer Zeit immer fit und konzentriert zu sein? Ja, ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir 13 gute Spielerinnen haben. Klar, jetzt ist Hester gerade nicht da, aber trotzdem können wir einfach froh sein, dass jeder irgendwie einspringen kann. Und das hilft auf jeden Fall im Training, das hilft in den Spielen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch immer noch topfit nach dem dritten Spiel. Im zweiten Satz ist es heute ganz schön eng geworden zwischen euch und Potsdam. Wo war dann der Knackpunkt, den Satz noch für euch zu gewinnen? Ich glaube, wir haben einmal versucht, so die Eigenfehler ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen geduldiger zu sein und vielleicht auch manchmal zu warten, dass die vielleicht auch mal den Fehler machen und einfach auf unsere Stärken. Wir haben uns einfach versucht, auf unsere Stärken zu fokussieren, dass wir am Ende, wenn wir in einer guten Situation sind, den Punkt machen können und wenn es nicht so gut ist, dann einfach erstmal den Ball rübergeben und abwarten. Ja, vor leeren Rängen zu spielen, weckt ganz schnell auch den Anschein von Trainingsspiel. Was unternimmt ihr, damit trotzdem Wettkampfatmosphäre hier aufkommt? Ja, Frank, unser toller Hallensprecher, hat ja hier ein bisschen die Bude eingeheizt und das hat man trotzdem auch auf jeden Fall gehört. Also wenn die Musik läuft, wenn da zwischendurch irgendwelche Fangesänge eingespielt werden, dann merkt man es auch. Und manchmal auch, wenn man im Spiel ist, dann ist man so im Tunnel, dann merkt man es nicht unbedingt. Aber ja, es ist auf jeden Fall super schade, dass die Fans nicht da sind, weil jeder weiß, was hier immer für eine Stimmung ist in der Scharena. Und ja, es ist schon sehr schade. Ja, eine anstrengende Woche liegt hinter euch. Jetzt habt ihr fast eine Woche spielfrei, bevor es dann wieder Schlag auf Schlag geht. Erst gegen Straubing und dann kommt das kleine Mini-Turnier im Pokal. Was steht denn jetzt im Training an die nächste Woche? Also jetzt haben wir erstmal einen Tag frei morgen und da geht es auf jeden Fall um Regeneration. Und ich denke, dann werden wir am Anfang der Woche ziemlich viel individuell machen. Techniktraining, irgendwie die kleinen Feinheiten noch bei jedem selber. Und dann so ab Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag, wird es dann auf jeden Fall wieder ins richtige, komplette Teamtraining gehen, wo man dann auch wieder 6 gegen 6 spielt und ja, sich dann halt auf das Spiel komplett vorbereitet. Wir wünschen viel Erfolg nächste Woche wieder hier in der Scharena. Danke. Ich habe einen zweiten Gast heute hier bei uns, unser ehemaliger Captain Deborah van Dalen. Devi, erstmal vielen Dank für deinen Einsatz heute im Livestream. Wie war es so für dich, jetzt an deine alte Wirkungsstelle zurückzukommen, in die Halle? Heute sehr speziell, muss ich sagen. Es war sehr cool, das Spiel zu kommentieren, zusammen mit Michelli. Klar, heute eine leere Halle. Wir haben die Fans sehr, sehr vermisst. Aber ich muss sagen, Stimmung war trotzdem gut. Die Mädels hatten wirklich Bock auf das Spiel. Das hat man auch gesehen. Und ich habe mich einfach gefreut, hier wieder zu sein. Das war schön. Ja, du hast es gerade schon gesagt, auf dem Feld steht eigentlich ein komplett anderes Team wie damals, bevor du gegangen bist. Wie schätzt du die Chancen ein, dieses Jahr wieder Großes zu erreichen? Ich glaube, die haben dieses Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft, also auch Mädels mit ganz viel Kampfgeist und Personality. Man sieht auf dem Spielfeld, aber auch draußen, dass sie gut miteinander klarkommen, dass sie Spaß haben an der ganzen Sache. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr viel erreichen können, auf jeden Fall. Sehr, sehr diverse Mannschaft. Es gibt verschiedene Charaktere, aber auch verschiedene Typen von Spielerinnen. Und von daher denke ich, dass sie schöne Sachen erreichen können diese Saison. Ja. Vielen Dank für das Interview und dir alles Gute. Dankeschön.